Also, wir machen eine kleine Vorstellungsrunde. Das ist der kleine Tricolor-Rüde OK. Der hat hinten fast kein Weiß. Die Flau muss jetzt auch gucken. Hat nur so eine kleine Flocke. Und ist ansonsten sehr dunkel. Und hat eine schmale Presse. Und das Tricolor sieht man noch nicht so wahnsinnig gut. So. Dann kommt unsere Nummer 2. Der Tricolor-Rüde of course. Der hat ein Milchschnütchen und eine ganz schmale Blässe. Den habe ich jetzt gerade aufgeweckt. Und hat wie so ein Blitz. Wie ein Pfeil im Nacken. So. Und er hat einen wunderschönen, kräftigen Kopf. Und er mag jetzt gerade gar nicht. Dann kommt unsere Hündin, die Original. Auch in Tricolor. Das ist eine ganz feine Maus, regt sich nicht sonderlich auf, wenn man sie rausnimmt, hat ein sehr kräftiges Tan und hat einen halbierten Kragen. Ein wunderschönes Köpflein, eine schmale Blässe, das heißt unter diesen die breiteste Blässe, aber immer noch eine schmale Blässe, wo man später nicht mehr viel sieht. Gut, okay, darfst du wieder reingehen. So, dann kommt unser Dickerchen. Unsere Hündin Over the Night. Ganz schmale Blässe. Ganzer dicker Brummer. Ganz schwarz. Nur hier so ein Streifen, der da so von der Seite ein bisschen hoch geht, das ist alles. Ansonsten keinen Kragen, ganz dunkel. Und der schwerste Brocken, was nichts heißt. Sie frisst halt jetzt gerade gerne. Ja. So, jetzt hat sie sich wieder beruhigt. Gell? Gut, dann kommt unser kleiner Schönling. Wo ist er denn? Moment. Ganz da hinten. Auch ein eher zarter Rüde, im Gegensatz zu der dicken Hündin. Das ist der Only You. Schwarz. Der kam schon mit einer schwarzen Nase auf die Welt. Hat ein ganz süßes Gesichtchen, wenn er nicht so zappeln geht. So. Hat das Schwarz bis weiter runter an den Beinchen. Und hat hinten im Nacken nur so ein kleines Dreieck. Das findet er jetzt ganz doof. So. Na? Ja. Und hat so ein paar so Töpfchen an der Nase. Ein ganz süßer ist das. Dann kommt wieder unsere Hündin in schwarz-weiß, unsere Orakel. Die hat auch ein Gesicht, da wird mal kein Weiß mehr übrig sein, die wird ganz schwarz werden. Allenfalls mal noch ein helleres Nasenspitzchen, das ist alles. Die hat ja hinten auch nur so eine halbe Blässe. Das kann ich schlecht zeigen. Ein Beinchen ist schwarz, also die Seite ist die schwarze Seite. Und die Seite ist die hellere Seite. So.
Und das Gesichtchen wird mal wirklich ganz schwarz werden. Und dann kommt noch unser letzter Rüde. Der Outrun. So. Der hat auch eine schmale Blässe. Da wird auch mal nicht mehr viel zu sehen sein später. Und ist von hinten gesehen auch ganz schwarz. Und hat auch ein Beinchen ein bisschen dunkler. Und das andere ist ein bisschen weiß. So, alles in allem sind sie sehr dunkel. Wer Langhaar, wer Kurzhaar wird, sieht man noch nicht. So. Und einer der Jungs ist aktuell wieder frei geworden. Also einer der Rüden würde dann wieder ein sportliches Zuhause suchen. So, das waren sie, die stolzen 7.